Einen wunderschönen guten Tag. Es beginnt ein neues Projekt. Und zwar habe ich ja im Hallenaufbauvideo noch gesagt, dass ich eine Vorstellung von dem 5150 machen werde. Und darum geht es jetzt hier auch. Also ich will euch den jetzt vorstellen und mal eben so zeigen, was er für Macken hat. Mal abgesehen davon, dass er einen Getriebeschaden hat. Also das Gruppengetriebe hat ein Problem, lässt sich nämlich nicht schalten. Wollte ich mal eben so mit euch einmal um den Trecker umzulaufen. Und mal gucken, was hat er so. Mal eben eine Bestandsaufnahme machen und gucken, was der so hat. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Also, gekauft habe ich ihn so, wie er hier steht. Dazu gehören aber auch die Reifen hier. Weil die hinten, die Reifen sind relativ stark verschlissen schon. Ne? Es ist ein Stoll HDP 30. Also sprich, der hat eine hydraulische Parallelführung. Ne? Er sieht ja im ersten Moment so aus, als wenn er keine hat. Was mir aber gestern schon aufgefallen ist, wo die beiden nebeneinander standen, der Frontlader ist knapp 25 cm weiter nach vorne geneigt. Er ragt ca. 25 cm weiter nach vorne raus, wie der Alu-Frontlader vom 5140. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht gut drauf kriegt. Ne, so sieht das von der Seite aus. Und dann nochmal hier von ihm, von der Seite. Also man sieht da schon doch einen deutlichen Unterschied, dass er einiges weiter voraus steht. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir der sehr gut, weil die Übersicht von innen ist irgendwie schöner. Dazu hat er hier Hydrofix, quasi einen Schnellkuppler für alle Leitungen. Gefällt mir extrem gut. Also das finde ich mega gut. Mal ein paar Kenndaten. Der Trecker hat 11.180 Stunden, ist Baujahr 96, ist ein 5150 Pro, erkennt man auch an der Kabinenerhöhung, weil der hier ist Baujahr 93, der zum Beispiel hat keine Kabinenerhöhung. Na, wenn die nebeneinander stehen, ich blende mal im Bild ein, dann sieht man den Unterschied von hinten auch schon gewaltig, wie viel größer der tatsächlich ist. Jo, Frontlader, haben wir die Baustelle. Es ist ein originaler 5150 Pro. Also es ist jetzt nicht irgendwie einer, der die Seitenbleche da hat. So, im Großen und Ganzen ist der Blechzustand sehr gut. Also auch hier unten, hier faulen die ja gerne durch die Bleche, soweit in Ordnung. Was er hat, ist, der hat voll einen mal auf den Kopf gekriegt hier vorne. Also da bedarf es noch ein bisschen Überarbeitung. Da hinten hängt auch noch neuer Kühlergrill. Was dann auch noch passieren soll, ist, dass die Arbeitsscheinwerfer rauskommen und Arbeitsscheinwerfer reinkommen, wie der 40er sie hat. Weil die passen einfach besser in dieses Gesamtbild. So. Also die sehen einfach besser aus. Also die kriegt er, soll er auch nochmal kriegen. Ja, vorne Blechzustand ist soweit cool. Auf der anderen Seite hat die Haube ein Rostloch. Ist aber noch gar nicht weiter dramatisch. Hier ist offen. Das flexen wir hier. Weil der Rest ist sehr gut. Das wird hier großflächig rausgeschnitten. Na, und dann einfach ein Stück Blech zugeschnitten, angepasst, eingeschweißt und gut. Ja. Was soll man sonst sagen? Motor läuft. Also der läuft auch ziemlich gut. Erstmal so. Ich habe ihn nicht viel laufen hören. Konnte ihn natürlich auch kraftmäßig nicht testen, weil er fährt ja nicht. Weil das Getriebe ja einen Schaden hat.
Aber so erstmal läuft er. Ich will ihn aber nicht gar nicht so viel laufen lassen. Man hört auch nichts vom Getriebe ruckeln, rattern, nörgeln oder sonst irgendwas. Was aber auffällt, ist, dass Hydrauliköl oder Hydraulikleistung fehlt. Das nehme ich an, dass halt die Getriebeschmierleitung und so weiter und so fort sehr viel Ölbedarf haben durch den Getriebeschaden und dadurch halt ein bisschen Öl fehlt von der Hydraulikpumpe, weil die, man merkt, dass die auf jeden Fall mehr Liter durchschiebt, als sie eigentlich sollte. Ja, dann Batterie. Ja, bauen wir aus, machen wir neu. Die ist nichts mehr. Die, da fehlt auch ein Deckel, hatte ich gesehen, genau. Da fehlt der Deckel. Ansonsten Tritt existiert, der ist da. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Kommt auch wieder ran. Der 40er braucht seinen Tritt auch noch mal wieder. Der fehlt mir auch noch. Der Spiegelhalter ist leider kaputt. Beziehungsweise die Fixierschraube von unten, die ist ab. Und das muss ich noch mal flicken. Aber das ist erstmal so ein bisschen Kosmetik. Das Dach selber soll auch noch mal runter und auch noch mal gemacht werden. Beziehungsweise der große Plan ist, Getriebe tauschen und alles, was rot ist, abbauen, fertig machen und auch gleich frisch Farbe drauf. Hier dann noch eine relativ fiese Delle. So, hier auf der Ecke, ich weiß gar nicht, könnt ihr das erkennen? Das ist richtig fiese. Ja, wahrscheinlich seht ihr das gar nicht so gut, weil die Kamera auch so verzerrt. Aber hier ist ein relativ fieser Knick drin. Den so gut es geht raus, also das muss kein werksneuer Zustand werden. Also das ist gar nicht der Plan. War ja so relativ schick aussehen nachher, also mit neuer Farbe und so. Ne? Ja, man sieht es hier auch. Relativ viel Rost. Aber der ist nicht durchgerostet, sondern das ist so, ja, Farbe runter und dann so Oberflächenrost. Ne? So rostpickelig. Also da muss ein bisschen gespachtelt werden, ein bisschen fein spachtelt, sodass es wieder hübsch ist. Aber sonst ist es rostmäßig sehr, sehr, sehr wenig an ihm, muss ich ehrlich sagen. Hat zwar mehr als der 40er, aber der 40er ist auch schon mal lackiert worden. Der hat nicht den ersten Lack. Und das hier ist nämlich noch der erste Werkslack. Ja, hier ist nochmal eine Macke, Kleinkram. Ne? Ansonsten, soweit sind alle Funktionen gegeben. Das ist gar nicht schlecht. Mal abgesehen von der Zapfwelle, die aktuell nicht funktioniert, und das Gruppengetriebe. Ja, was haben wir denn noch? Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen Duse. Na, so kann es gehen. Wir haben drei Hydrauliksteuergeräte. Das mittlere ist jetzt aktuell für den Frontkraftheber komplett reserviert. Also da gibt es gar keine Abgänge. Das baue ich aber nochmal um, weil das gefällt mir so nicht. Dann haben wir hier nochmal so einen schönen Leitungsabgang, weil er hat einen Zusatzhubzylinder für die Heckhydraulik. Also das heißt, der hat auch richtig Zug auf den Haken. Was auch noch ein Unterschied ist, die Fanghaken beim 5150 sind Kategorie 3. Der 40er hat Kategorie 2. So. Der hat auch. Ja, es ist alles da, was man so braucht. Sogar, was ich noch vorher noch nie gesehen habe. Die Original-Abdeckkappe für den Zapfwellenstummel ist auch da. Ja, so sonst so das übliche normal Druckluft. Doppelwirkend. Zwei Leiter, ein Leiter hat er. Druckloser Rücklauf hat er auch nochmal nachgerüstet bekommen. Jo. Dann, das wird wahrscheinlich viele interessieren, das sind 520 85 R38 Reifen. Wenn man sich das so anguckt, die stehen ja relativ gut auf der Felge. Das hier ist eine Felge 18 mal 38. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht erkennen. Naja, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist das eine 18er Felge, ziemlich begehrtes Zeug. Letzt habe ich einen Satz mal gesehen, der stand für 2.500 Euro drin, einfach nur ein Felgensatz für hinten. Und
Ja, der war nicht lange da. Der war dann relativ fix weg. Also das scheint eine relativ große Rarität zu sein. Zumindest die originalen 18er Felgen. Vorne haben wir 480, 70, 24. Bei ihm ist das jetzt hier verkehrt herum drauf, weil der Vorbesitzer viel auf der Straße gefahren ist und so laufen die ja ein bisschen ruhiger. Werde ich aber nochmal umdrehen, weil mich triggert das. Ich mag das nicht. Ne? Aber zu den Reifen muss man sagen, das hier sind jetzt 400, 420, 85, 24. Die sehen schon deutlich schmaler aus wie die Reifen. Also das ist schon ein krasser Unterschied, so rein von der Optik her. Sind ja eigentlich auch nur 6 cm. Ist ja gar nicht so viel, das ist ja nur so ein Stück. Aber das sieht so viel mächtiger aus, so viel besser. Ne? Also es sieht richtig gut aus. So allgemein das ganze Gesamtbild von dem 50er ist so unfassbar bullig und groß. Das ist schon echt, echt beeindruckend. Also ein wirklich toller Trecker. Ja, ich weiß gar nicht, hatte ich das mit der Farbe? Doch, das mit der Farbe hatte ich. Alles, was rot ist, soll runter und soll dann auch gleich fertig gemacht werden, dass das alles wieder richtig schick ist. Auch noch ein Feature, was die neueren dann haben, oder die letzten Maxims. Die Scheibe hat einerseits eine Gummidichtung, die jetzt direkt an der Scheibe ist, und hier auch nochmal so eine Schlauchkabel, sonst was Durchführung, damit man dann nochmal, was weiß ich, Bedienung für irgendwelche Terminals und so hinlegen kann. Was er auch hat, ist ein Geldgrab. Einen absolut gigantischen Tank hat er. Ich glaube, das ist ein 200, ich glaube 220 Liter Tank. Weiß ich aber nicht genau. Gut. Die Tür. Ah, ich glaube, man hat es gehört. Die schließt nicht so schön. Also man sieht, hier ist relativ viel Spalt und da oben ist ziemlich wenig Spalt. Die Tür war mal abgebrochen, glaube ich. Also die hat man hier oben geflickt. Ja. So, und dann mach mal eben hier Kamera-Settings anders, dass man hier drinnen in der Kabine auch was erkennt. Und dann gehen wir mal eben innen drinnen durch. Ja, sehr viel besser wird es nicht. Naja, auf jeden Fall ein nagelneuer Grammersitz, fast nagelneu. Und ah, der ist so schön, der funktioniert einfach so richtig gut. Was ich besonders cool finde, ist ein höhenverstellbares Lenkrad. Haben einen 40er nicht und bis ich das bei ihm hier gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass es das gab. Ne? Ja, auf jeden Fall, der hat natürlich jetzt auch Neutralstellung. Aber hier für die Kenner, ist das ein originaler Hebel? Also gehörte der hier original rein oder ist das von irgendeinem anderen Trecker hier angebaut? Also das fühlt sich auf jeden Fall sehr brauchbar an, das Ganze, aber ist der original oder nicht? Naja. Gut, dann einmal Betriebsstunden, das ist ja auch immer für viele interessant. 11.182 Stunden hat der jetzt. Hier steht aber auch nichts anderes drin. Ne? Also so vom Gesamtzustand her würde ich auch sagen, dass das passt zu ihm. Ja, dann Pro Schaltung. Sprich, die 4 Lastschaltstufen werden über den Daumen geschaltet. Er hat Intervallvision. Klimaanlage hat er. Boah, das ist aber auch duster. Es tut mir sehr leid. Die Bildqualität ist garantiert nicht gut. Klimaanlage funktioniert, Radio funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut, das Radio. Und die Sicht hier aus der Kabine, die ist so viel besser, also so viel übersichtlicher als beim 40er. Das ist beeindruckend. Das ist richtig beeindruckend.
Ja, Heckwischer hat er. Dann hier so eine selbst gebastelte Ablage und Steckdosen. Der Getränkehalter ist bei jemandem, den ich gefragt habe, ob er mir diesen Getränkehalter hier nachbauen kann, aber so, dass man hier eine Literflasche Cola, Wasser oder sonst irgendwas reinstellen kann. Das hoffe ich, das wird auch noch, ich denke, er wird das hinkriegen. Also der hat mir auch ein Maximumschild geschickt, also quasi das Kühlergrill-Emblem nachgebaut. Und das sieht auch extrem gut aus. Das ist boah, richtig fein Kram. Ja, so, Ladegerät. Was man ihm hier noch verpasst hat, ist so eine Sperre hier, dass der Zapfenhebel in die Aussparung fällt zum Arretieren. Und zwar hat er da ja einen Hebel an der Stelle. Er hat eine fernbedienbare Zapfwellenkupplung. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Finde ich ganz nett. Krieggang-Getriebe ist an Bord. Drittes Steuergerät. Beziehungsweise das ist jetzt, ich glaube, zwei war jetzt aktuell Frontkraftheber. Eins ist das unterste Steuergerät und drei ist jetzt das oberste Steuergerät. Was die Pros noch hatten, ich hoffe, ihr könnt das echt erkennen. Hier sind noch so zwei kleine Hebel. Man kann bei den Pros aus der Kabine raus die Durchflussmenge der Steuergeräte einstellen. Finde ich mega gut. Habe ich zwar bei meinem Maximum, also bei dem 40er noch nicht gebraucht, dass ich das ständig verstellen musste, aber was man hat, hat man. Das ist nun mal so. Das hier, Thema Uhr, da kann mir ja vielleicht auch nochmal ein Kenner sein. Das sieht nicht so aus, als wenn das hier reingehört. Weiß das einer? Ist das original oder ist das nicht original? Einfach in die Kommentare schreiben. Das würde mir schon helfen. Ja, ansonsten, hier haben wir dann auch die LED-Anzeige für die vier Löschhaltstufen. Die funktioniert hier bei ihm auch. Die funktioniert zum Beispiel bei meinem 40er nicht. Ja, sonst der Klassiker, umschaltbare Zapfwelle 1540 umstellbar. Normal hier Frontladersteuergerät. Ja, man kennt's. Was auch noch aktuell ein Fall ist, ist Stufe 1 und 2 geht nicht. Nur Stufe 3 vom Lüfter funktioniert im Moment. Liegt einfach daran, dass wahrscheinlich der Widerstand beim Lüfter defekt ist. Also das werde ich noch machen. Farbe soll passieren. Und ja, genau. Den Griff habe ich schon neu gemacht. Das kann ich, ja, ich habe es natürlich wieder so dusselig aufgerissen, dass man die Artikelnummer nicht lesen kann. Egal. Gut. Ansonsten, wie gehabt, ganz normale Kabinengeschichte hier. Hier kann man das nochmal erkennen, dass die Gummidichtung an der Scheibe ist. Beim 40er zum Beispiel ist die Gummidichtung hier in den Rahmen eingeklebt. Aber gut. Höhenverstellbares Lenkrad, da muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. Das wackelt ganz schön. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen, dass ich das besser hinkriege. Aber was cool ist, endlich habe ich vernünftig Platz, um auch Kameras hier vernünftig anzubringen. Weil dieser ganze Rahmen ist ja gar nicht bei mir großartig da. Das meiste ist ja verdeckt. Guckt ja nur so ein schmaler Streifen raus. Und da kriege ich meinen Magnetfuß immer nicht gut dran. Und jetzt habe ich hier einfach viel mehr Platz. Ne, zum Beispiel die Stelle hier, da kann man Kameras gut reinhängen. Das heißt, wenn ich mit ihm am Arbeiten bin, kann ich auch mit ihm besser filmen. Ne? Was er noch braucht, ist ein Funkgerät. Soll er noch kriegen, aber die kosten ja nicht die Welt. Ist aber auch so Dönekind, was ja nicht zwingend erforderlich ist. Ja,
Tür werde ich nochmal flicken. Also da werde ich nochmal beigehen. Das gefällt mir nämlich noch nicht. Und ja, hab dann auch schon mit so ein paar wilden Ideen gespielt, GPS nachzurüsten. Einfach weil ich die Spielerei gut finde. Das fände ich einfach mega cool, da diese Spielerei zu haben. Ich brauch's nicht, aber haben ist besser als brauchen. Man kennt es. Aber erstmal muss er ja auch fertig werden und fertig gemacht werden. Was ich noch machen will, ist auch ein viertes Steuergerät. Das liegt auch schon bei mir auf der Werkbank. Das will ich nochmal nachrüsten. Achso, guck mal, wo ich das gerade sehe. Das Inselblech hat auch einen abgekriegt. Also da ist auch eine fette Delle drin. Aber das kriegen wir alles hin. So. Ich glaube, sonst habe ich alles soweit erzählt zu dem Trecker. Ich mache nochmal eben die Haube auf, dann können wir da auch nochmal eben drunter gucken, wie es da aussieht. Und wie es unten drunter aussieht und dann haben wir es, glaube ich, auch. So, Motor. Die Kenner werden es erkennen, glaube ich. Kann die Pumpe erkennen? Naja, ich glaube nicht. Das hier ist auf jeden Fall der Einspritzpumpenkopf für die Ladedrucksteuerung. Ansonsten ganz normal gefüllter Maximum-Motor hier. Im Großen und Ganzen definitiv besserer Zustand wie der 40er. Und eine Sache, die mir besonders gut gefällt, der originale Frontkraftheber. Ich finde das nämlich so gut, wenn die hier an der Seite so hochstehen. Ich weiß nicht, das finde ich optisch einfach ultra ansprechend. Finde ich richtig gut. Gut. Motor soweit, ja, ein bisschen Kleinkram, undicht, ne? So ein paar kleine Dichtringe. Getriebe pisst im Moment wie Sau. Das ist nämlich die eine dicke Saugleitung. Ich glaube, ihr könnt den Fleck da erkennen. Die dicke Leitung neben dem Filter hier, da soppt das volles Rohr raus. Aber ich muss ja das Getriebe sowieso komplett abschrauben. Dabei, ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache. Also da habe ich mir noch nicht endgültig einen Plan gemacht, wie ich das handhaben will. Ob ich jetzt die ganze Kabine runterwühle und das Getriebe komplett abschraube oder ob ich die Kabine hochbock, so dass ich Achsschenkel von runter kriege und auch das Getriebe-Hinterteil quasi abschrauben kann. Also quasi nur das hintere Teil tauschen. Weil ich habe ja Getriebe habe ich ja schon liegen. Ne, hier ist die Allradkupplung. Das ist dieser Abtrieb für Allrad. Ne, und hier oben, da oben ist Getriebeeingangswelle. Das ist quasi dann die Welle für Vorwärts-Rückwärts-Kupplung. Ich werde eine Playlist erstellen von dem Trecker. Und dann könnt ihr in der Playlist natürlich immer die Videos finden. Es wird jetzt auch zeitnah losgehen mit einer Schadensdiagnose. Es wird auch die ersten Reparaturen geben, dann das Zerlegen, weil der große Plan ist ja gleich die ganzen roten Teile runter und fertig machen zum Lackieren und Lackieren, ne, dass das dann alles fertig ist. Die große Undichtigkeit am Getriebe beheben, dann das Getriebe tauschen. Möglicherweise, wenn das verbaute Getriebe gar keinen großen Schaden hat, vielleicht nur ein Lager ausgelaufen ist und sich das einfach wieder herstellen lässt, dann würde ich das vielleicht sogar darauf ankommen lassen, das Getriebe zu reparieren. Aber das sehen wir dann. Schadensverstellung werden wir machen und dann werden wir mal gucken, wie es funktioniert, wie es läuft. Gut, also für dieses Video, für die Vorstellung soll es das jetzt gewesen sein. Wenn noch Fragen sind oder Interesse an irgendwelchen gewissen Bauteilen oder, gerne eben in die Kommentare schreiben. Ich antworte darauf oder wenn denn viele Sachen noch gerne gesehen werden wollen,
Da mache ich dann natürlich nochmal ein Video zu. Ne? Ja, nächste Baustelle ist Schadensdiagnose. Und bis dann würde ich sagen, bis demnächst. Mach's gut. Ciao. It's all about humanity.